Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Visual Basic 2010 Video. In diesem Video kümmern wir uns darum, dass wir ein Programm haben, mit dem wir virtuell praktisch ein Passwort eingeben können, das abgefragt wird und wir damit dann einen unsichtbaren Ordner öffnen können. Das hat den Vorteil, dass wenn wir zum Beispiel halt einfach nur bestimmte Dateien verstecken möchten und den möglichst schnell erreichen möchten, diesen Ordner dann halt unser Passwort eingeben, welches in unserer Form abgefragt wird und diesen Ordner dann letztendlich anzeigen können. Was ich damit meine, werde ich euch dann jetzt zeigen. Wir gehen einfach mal auf unseren lokalen Datenträger, wie meiner in dem Fall fast zugemüllt ist, und erstellen uns einen Ordner namens Test, beispielsweise halt, und kopieren uns diesen Pfad und setzen die Eigenschaft des Ordners auf versteckt übernehmen und OK. Jetzt ist unser Ordner hier nicht mehr sichtbar, aber mit Hilfe unseres Programms, was entsteht, können wir trotzdem darauf noch schönerweise zugreifen. Deswegen legen wir uns jetzt erstmal eine Konstante an, die den Pfad des Ordners wiedergibt. S-Ordner-Pfad, S-String gleich unseren Pfad. Und anschließend brauchen wir noch eine Möglichkeit, dass wir den Ordner auch öffnen, beziehungsweise erstmal eine Form öffnen lassen, mit der wir ein Passwort sozusagen abfragen, beziehungsweise einen Befehl. Praktisch wie so eine Konsole. Und dafür füge ich das Standardgerüst aus meinem Hotkey-Tutorial ein, und zwar aus dem globalen Hotkeys, was dann so aussieht. Wer mein Hotkey-Tutorial gesehen hat, der weiß bestimmt, oder weiß es bestimmt, wobei ich hier schon mal me.opacity hinzugefügt habe. Was dieser Befehl macht, werde ich euch gleich noch erklären. Denn wenn unsere Form läuft, soll die ja nicht direkt von jedem gesehen werden, unsere Passwortform. Deswegen machen wir die jetzt mal kurz etwas kleiner und fügen eine Textbox ein, in der wir unser Passwort dann eingeben. Ungefähr so groß, können wir natürlich größer machen, wie ihr das möchtet. Und aber wichtig sind auch die Eigenschaften der Form. Wir möchten nicht, dass die in der Taskleiste angezeigt wird. Show in Taskbar false, Show Icon false und noch zusätzlich vermisse ich hier einen bestimmten Wert, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Und das ist die Start Position da, dass unser kleines Formabfrageprogramm, Passwortabfrageprogramm dann auch in der Mitte ist, wenn wir es starten, denn wir sehen es ja an sich nicht. Aber wie ich das meine, zeige ich euch gleich. So, an sich ist die Form jetzt schon fertig. Jetzt machen wir die Textbox noch so weit fertig, dass die auch den Befehl praktisch abfragen kann, und zwar if, aber in dem falschen Event natürlich wieder. Wir müssen dafür ins Keydown-Event if e.keycode gleich keys.enter, und zwar praktisch wie in einem Chat, wenn ihr was eingebt und Enter drückt, dann soll erst überhaupt was abgefragt werden, nämlich if textbox1.text gleich test, dann soll unser Programm dann unseren versteckten Ordner anzeigen. Dafür schreiben wir system.diagnostics .process.start und dann einfach unsere Konstante Standard, oder wie habe ich das Ding jetzt nochmal genannt? S-Ordner-Pfad, genau. Konstanten benutzt man normalerweise, damit man sich sowas leichter merkt, aber naja, Fail halt. So, damit hätten wir die Abfrage der Textbox. Jetzt müssen wir nur noch letztendlich unsere Form anzeigen können, und das passiert hiermit. Wir setzen den Standardwert der Form der Opacity auf 0. Opacity gleich 0, das heißt, die Form ist transparent und wird gar nicht gesehen. Die ist zu 100% dann transparent, beziehungsweise zu 0% sichtbar. Und mit dem Tastendruck 1 werden wir die wieder sichtbar machen und mit 2 wieder nicht. Dafür müssen wir diese Hotkeys, diese IDs hier aber noch definieren. Das machen wir am besten dann im Load-Ereignis. Mit dem Befehl RegisterHotkey. Hier erwartet diese Funktion ein Handle, und das ist unser Fensterhandle. Diese ID, die ich oben angesprochen habe, müssen wir festlegen. Modifiers brauchen wir nicht, weil wir
am besten kein Schiff dafür jetzt mal benutzen. Und anschließend noch die Taste, die wir dazu benutzen wollen. Ich nehme jetzt beispielsweise die Numpad-Tasten, die benutze ich eigentlich so gut wie gar nicht. Deswegen nehmt am besten Tasten, die ihr nicht benutzt. Sonst macht es ja wenig Sinn, diese zu belegen. Und die zweite und die ID Nummer 2. Ich schreibe mal hier hinter zeigen und verstecken. So, habe ich wieder mal irgendwas vergessen. Wir schauen einfach mal nach. Unsere Form ist versteckt. Wenn wir diese anzeigen, erscheint die in die Mitte. In der Mitte, wie wir das festgelegt haben. Wenn wir die 2 drücken, verschwindet sie wieder. Dann überprüfen wir die Texteingabe. Wenn wir Test eingeben, soll sich der Ordner öffnen. Enter. Und er öffnet sich. Somit haben wir jetzt unser Programm fertig. Ich weiß nicht genau, wie ich das nennen soll. Hidden Ordner, Anzeiger oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist das ganz lustig. Und ich hoffe, ihr könnt damit etwas anfangen. Ein kleines Nachwort noch zu meiner langen Auszeit. Ich möchte nicht da so genau drauf eingehen, die schon Abonnenten waren. Die Leute, die haben das gesehen, woran das lag. Es hat mich schwer getroffen, was passiert war. Und deswegen vergebt mir, dass ich so lange keine Videos gemacht habe. Naja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.